In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen, wie Sie Zitronenmelisse im Backofen, an der Luft oder im Dörrautomaten zu Hause trocknen können. Das Trocknen im Backofen geht verhältnismäßig schnell. Wichtig ist dabei nur, dass die Temperatur von 80 bis 100 Grad nicht überschritten wird, damit die ätherischen Öle erhalten bleiben und nicht verloren gehen. Bevor die Zitronenmelisse ihren Weg zum Trocknen in den Backofen findet, sollte diese gründlich von Schmutz befreit werden. Das geht am besten, indem Sie die Melisse einfach etwas schütteln, damit sich Schmutz und eventuell Insekten lösen können. Als nächstes lösen Sie die Blätter von den Stielen, was aber kein zwingendes Muss ist. Allerdings erweist sich das als deutlich platzsparender. Nun können Sie die Zitronenmelisse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass die Melisse gleichmäßig verteilt wird. Im Anschluss schieben Sie nun das Backblech in den Backofen, schalten aber zuvor den Backofen aus. Lassen Sie nun das Backblech einen Tag darin stehen, sodass Sie am nächsten Tag die getrocknete Melisse in luftdicht verschlossene Behälter umfüllen können. Auch an der Luft lässt sich Zitronenmelisse sehr gut trocknen, dauert allerdings etwas länger. Dazu kommt, dass diese Vorgehensweise wesentlich unkomplizierter und vor allen Dingen auch kosteneffizienter ist. Nach der Ernte sollten Sie die Stängel erneut von Schmutz und Insekten befreien. Dies geht am besten durch Schütteln. Danach entfernen Sie die Blätter im unteren Bereich und binden zwei, drei Stängel mit einem Küchengarn vorsichtig zusammen. Im Anschluss hängen Sie die kleinen Sträußchen an einer Schnur und diese wiederum an einen Ort, der trocken gut durchlüftet ist. Wichtig ist hierbei, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann, da es dann zu Schimmelbildung kommen kann. Nach ungefähr 14 Tagen sollte die Zitronenmelisse vollständig getrocknet sein. Das Trocknen im Dörrautomaten geht verhältnismäßig schnell. Bei einer Temperatur von ungefähr 30 Grad ist der Trocknungsvorgang bereits nach 6 bis 8 Stunden abgeschlossen. Empfehlenswert ist es, die Zitronenmelisse gründlich zu schütteln, damit sich Schmutz und Insekten lösen können. Nun lösen Sie die Blätter von den Stielen und verteilen sie gleichmäßig auf dem Gitterrost. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass die Zitronenmelisse nicht übereinander liegt, da dadurch die Trocknung länger dauert. Sobald die Blätter anfangen sich zu kräuseln und sie leicht rascheln bei Berührung, legen Sie diese zum Auskühlen zur Seite. Wir hoffen sehr, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier, für weitere interessante Videos klicken Sie hier.